Hallo, ihr Polizist, da sind Sie, ja. Ich muss was erzählen, es gab einen Skandal. Der Räuber hat schon wieder zugeschlagen. Hören Sie mal zu, es hat sich eben zugetragen. Dann rückt man langsam mit der Sprache raus. Es könnte spannend werden. Gehen wir davon aus. Die Großmutter wollte einen Kuchen backen, doch es fehlten ihr noch 1, 2, 3 Sachen. Vielleicht versteckte sich der Räuber hinter den Blumen und so hat er dann die Eier gestohlen. Und dann ist er aus der Hintertür raus. Das wäre ja gemein, aber gehen wir davon aus. Ja, nehmen wir mal an, es ist so, wie du sagst, denn mit Anstand hat der Räuber wirklich keinen Vertrag. Er stiehlt wirklich alles, was herumliegt, und vielleicht waren gerade die Eier sein Favorit. Ein Spitzbube stibitzt wie eine Maus. Es könnte sein, gehen wir davon aus. Und ein Eierdieb erkenne ich sofort. Doch leider war ich ja zur Tatzeit nicht vor Ort. Solche Kerle haben meist lange Finger. Und wenn man sie nicht schnappt, dann werden sie noch schlimmer. Eine richtige Filzlaus. Gelegenheit macht Diebe. Gehen wir davon aus. Dann sollten wir jetzt gar keine Zeit verlieren und den Räuber sofort holen, zum Verhör, in die Mangel nehmen und sein Geständnis hören. Der Räuber ist schuldig, darauf könnte ich schwören. So wie es ausschaut, ein einziger Täter. Gehen wir davon aus. Ja, in die Mangel nehmen, das ist mein Spezi. Befragen, ausquetschen und die Mangel, die dreht sich. Doch Beweise wären mir auch ganz nett. Der Eierfresser ist bestimmt ganz rund und fett und rülpst ganz laut vom Eierlei. Gehen wir davon aus. Ich schreibe dann mal schnell den Haftbefehl. Noch schneller als die Post ist eine Mail. Bin gespannt, was der Typ uns zu sagen hat. Bei meinen scharfen Fragen mache ich ihn schnell schachmatt. Hier wächst kein Unkraut. Zucht und Ordnung, gehen wir davon aus. Dann laufe ich jetzt schnell rüber zur Oma, denn sie bekam einen Schock und liegt im Koma. Mach sie wieder wach mit einem Eimer Wasser und sage ihr, wir haben ihn geschnappt, den Eierfresser. Stopp, stopp, es ist noch nichts raus, noch nichts ist bewiesen, gehen wir davon aus. Ich bekam gerade einen Haftbefehl geschickt, dabei hatte ich mich doch so gut versteckt. Einladung zum Verhör von der Polizei und das Ganze dreht sich um ein Ei oder 2 oder 3. Das ist Verleugnung. Gehen Sie davon aus? Ah, da ist ja der Räuber. Schon vor mir. Jetzt will ich was hören. Klartext, nichts zensiert. Die erste Frage, wo waren Sie zur Tatzeit? Ich nehme mal an, Sie waren ganz, ganz weit. Weil es Ihnen jetzt graut, flattern Ihre Knie. Gehen wir davon aus. Alles, was Sie vorwerfen, werde ich bestreiten, bevor Sie weitere Verfahren einleiten. Ich bin an Eier gar nicht so interessiert und auch privat läuft bei mir alles wie geschmiert. Ich bin eine ehrliche Haut, ein Anständiger. Gehen Sie davon aus. Nun ja, abstreiten, das ist ja normal. Niemand bekennt sich zu einem Diebstahl. Doch Sie sind bekannt hier in der Gegend als Schrecken des Landes und haben kein Benehmen. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus.
der Einzige, der in Frage kommt, gehen wir davon aus. Es gibt keine Zeugen, was beweisen Sie? Zudem habe ich ein gutes Alibi. Zur Tatzeit war ich in der Kneipe am Markt. Ich trank ein Bier und aß einen Eiersalat. Meine Leibspeise ein echter Gaumenschmaus, das hab ich mir gegönnt. Gehen Sie davon aus. Moment, Sie sagten doch eben, Sie mögen keine Eier. Und auch noch Eiersalat und der ist auch noch teuer. Ich wette mal, den haben Sie nicht mal bezahlt. Und selbst das Bier, das war auch noch geklaut. Ich hab bezahlt bei Klaus. Er ist der Schankwirt. Gehen Sie davon aus. Dann lassen Sie mich jetzt bitte wieder gehen, denn es gibt absolut gar nichts zu gestehen. Der Dieb, den Sie suchen, wurde nicht erkannt und Sie haben rein gar nichts gegen mich in der Hand. Drum gehe ich jetzt wieder nach Haus. Die Befragung ist hiermit zu Ende. Gehen Sie davon aus. Ja, der Räuber musste ich wieder laufen lassen, denn er hatte ein Alibi und auch noch leere Taschen. Nicht immer wird ein jeder Fall aufgeklärt, doch zu den Akten gelegt, bis sich wieder was tut. Passt auf eure Eier auf. Das ist beliebte Ware. Geht davon aus. Gut. So, Freunde, da bin ich. Haha. Ich bin da. Ja. Ich bin der Räuber Krause Kopf. Und ich ziehe durch die Gegend wie bekloppt. Klebrig und schäbig noch gesund. Ich lebe von der Hand in den Mund. Niemals arbeiten gehen, das ist mein Motto. Denn irgendwann gewinne ich mal im Lotto. Klebrig und schäbig, doch gesund. Ich lebe von der Hand in dem Mund. Irgendjemand hat mal Tagedieb zu mir gesagt. Dann habe ich gesagt, mit Arbeiten habe ich überhaupt keinen Vertrag. Klebrig und schäbig, noch gesund. Ich lebe von der Hand in dem Mund. Solange ich ausgeschlafen bin und satt gefressen bin, das ist mir wichtig. Die Probleme der anderen Leute, die sind mir so nichtig. Klebrig und schäbig, doch gesund. Ich lebe von der Hand in den Mund. Ich weiß, mein Leben, das ist nicht jedermanns Sache. Doch wenn ich die anderen sehe, dass ich nicht lache. Klebrig und schäbig, doch gesund. Ich lebe von der Hand in den Mund. Dass ich mich selten wasche, das ist allgemein bekannt. Ich hab mir schon mal beim heißen Wasser die Finger verbrannt.
klebrig und schäbig, doch gesund. Lebe von der Hand in den Mund. Ich bin klebrig und schäbig, doch gesund. Und lebe von der Hand in den Mund. Klebrig und schäbig, doch gesund. Ich lebe von der Hand in den Mund. Klebrig und schäbig, doch gesund. Oh, oh. Ich lebe von der Hand in den Mund. Hallo Leute, ich möchte mich vorstellen, ich bin der große Zauberer und ich habe ein besonderes Hobby, ja, ich male gerne Bilder. Und ich habe ein ganz besonderes Bild gemalt, ein Horrorbild, jawohl, ein Horrorbild, ein Geisterschloss. Das möchte ich euch heute zeigen und ich hoffe, ihr habt Interesse dran. Es ist etwas Besonderes, da ist mir was Gutes gelungen. Nun gut, wir werden dazu schaurige Musik anmachen. Die Musik läuft. Ich zeige euch jetzt mein Geisterschloss, das ich gemalt habe. Da ist es. Schaut es euch an. Wir sehen hier verschiedene Stockwerke, unten bis oben, voll mit Gruselgestalten. Wir werden weiter darauf eingehen und werden Stockwerk für Stockwerk alles erkunden. Wir fangen an unten links. Einen schaurigen Totenkopf. In seinen Augen ist ebenfalls ein Gesicht, zweifarbig. Ja. Da haben wir sowas wie ein Werwolf mit roter Kleidung. Hat sehr merkwürdige Beine. Als nächstes, naja, ein etwas merkwürdiger Hund. Aber daneben ein Fass. Es entsteht im Qualm ein Totenkopf. Sehr interessant. Da, das passt gar nicht so ein bisschen zum Horror. Aber ich habe diese blonde Frau gemalt, da ich dachte, sie passt gut rein. Eine Monsterschlange. Ja, die ist sehr gut gelungen. Da haben wir ein Zimmer mit lauter Spinnen und daneben ein Sarg. Wahrscheinlich ein Vampir drin, wer weiß das schon. Im nächsten Geschoss, da sehen wir am Turm einen Roboter. Guckt etwas müde. Ein ähnliches Objekt, ein Schnabelroboter mit merkwürdigen Scherenhänden. Sieht aber auch sehr interessant aus. Oh, der ist gut gelungen. Da hängt jemand am Folter, an der Folterwand. Ja, sowas habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Frankenstein, der darf natürlich nicht fehlen. Der dürfte bekannt sein. Der guckt ganz schön mies. Eine Mumie, die auch sehr schön umherwandert. Sieht fantastisch aus, finde ich. Naja, ein kleiner fetter Wurm, der aus dem Boden ragt. Mit dicken Glutschaugen. Sieht sehr witzig aus. Oben sollte eine Fledermaus sein. Ein Zyklop.
hat nur ein Auge. Sieht ganz schön unheimlich aus, finde ich. Jetzt kommen wir zum nächsten Stockwerk im Turm. Ein mieser großer Papagei mit roten Augen. Sieht ganz schön frech aus. Ja, eine Fledermaus und der Tod. Sieht sehr, sehr böse aus. Mit der Sense. Ganz in Schwarz. Ein Vampir mit Fledermaus? Könnte ja auch Graf Dracula sein, in diesem großen Schloss. Auf dem Boden schaut mal da irgendein Kriechtier. Aber die große Spinne, die sieht doch wirklich eklig aus, oder? Hängt einfach so an der Wand. Das ist ein sprechender Stein mit Fledermaus oben drüber. Das ist fantastisch, ein tolles Bild. Was es jetzt genau ist, kann ich sagen. Ich habe meine Fantasie freien Lauf gelassen und habe dieses Schlangenwesen gezeichnet. Eine Vogelscheuche, die ist im Turm, finde ich persönlich ganz ekelhaft. Richtig gruselig, so eine Vogelscheuche. Jetzt kommen wir oben. Ganz oben zur Burg, da ist ein Ritter auf dem Turm. Das Gruselige dabei, wer weiß, wie er unter der Rüstung aussieht. Was könnte das sein? Ein Monster sieht eher aus wie ein Löwe. Wie gesagt, gezeichnet und einfach aus der Fantasie entstehen lassen. Der darf auch nicht fehlen. Das ist ein Langkopf. Das Maskottchen im Schloss. Ein merkwürdiges Monster. Sieht eher aus wie aus einem UFO, aus dem Weltall, finde ich. Aber auch toll gemacht. Schaut mal die Augen. Das schaut aus wie zwei Totenköpfe. Ja. Und das da ist ein Kobold, könnte man sagen. Mit ekligen Zähnen. Schaut aber irgendwie freundlich aus. Dazu fällt mir jetzt nichts ein, wer das sein könnte. Naja. Guckt ein bisschen müde, aber auch frech. Ein Zombie oben auf dem letzten Turm, der schreit, will wohl alle verjagen. So, das war das Gruselschloss. Da seht ihr es nochmal ganz. Es hat riesigen Spaß gemacht, das zu zeichnen. Ja, sowas könnt ihr ja auch mal machen.